Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind im Mai. So, wir haben genug Geld auf der Kante. Und dann gucken wir gleich mal, ob sich auf unserem Feld was ergeben hat. Eigentlich sollte sich da noch nichts ergeben haben. Nö, das ist im nächsten Monat startklar. Okay, und der Rest ist okay. Moment, da ist Unkraut. Das ist auch mein Feld. Okay, da muss ich mich drum kümmern. Da muss ich mich drum kümmern. Oh, warte mal, das ist schon grün genug, da komme ich mit dem Striegel nicht mehr aus, wa? So, warte mal, welches ist denn das hier? Das hier, wa? Gehört mir. Wachstumsphase 6 von 6, dann wärst du doch schon längst erntereif. Mais. Erforderliche Reifen. Unkraut groß, genau, nur mit Herbizid, da steht's. Okay, wie sieht's hier aus? Nichts. Gar nichts. Pflegebereifung habe ich nicht. Pflegebereifung habe ich nicht, aber automatisch kann ich hier auch nicht fahren. Also ich bräuchte also einen Trecker mit Pflegebereifung. Oder ich ernte das ja... Naja, gut. Erntereif Futter. Da kriege ich aber kein Mais raus, wa? Nee, ich ernte nächsten Monat. Ja. Da brauche ich einen Trecker mit Pflegebereifung. Ich habe mittlerweile genug Geld. Ich kaufe mir einen weiteren Traktor. Punkt. Und zwar einen mittleren Traktor mit Pflegebereifung, der sich um genau solchen Zirkus kümmert. Welchen habe ich? Nee, den habe ich nicht. Welchen hatte ich denn gehabt? Case? Warte mal, ich muss mal glatt gucken. Das ist der Kleine hier. Der New Holland. Da ist er. Klaas Arion. Achso, ist auch ein Kleiner. Stimmt. Hatte ich keine mittelgroßen Traktoren? Ach, der zählt als mittelgroßer. New Holland. Okay. Landini. Warum habe ich den beim letzten Mal nicht geholt? Valtra. Der sieht eigentlich auch lustig aus. Aber ich suche einen mit Pflegebereifung. Warte. Ich guck mal bei den Kleinen. Naja, gut. Sowas hier. 150 PS. Ist der den... Nee, ist nicht der, den wir haben. Das ist aber New Holland. Auch 200 PS. Und das sind die Deutschen, genau. Unimog, wie weit gehst du? Bis 150 PS würde doch eigentlich reichen, wa? Der würde doch eigentlich reichen. Der sieht auch gut aus. 175 PS. Hat alles, was wir brauchen. Was kostet der? Mal gucken. Motor. So, jetzt hat er 175 PS. Reifen. Pflegebereifung. Naja, siehste. Passt doch. Bildschirm. Ach so. Ja gut, die brauchen wir nicht unbedingt. Das ist an dem Lenkrad alt und neu. Ach so. Anderes Design. Ja, 1500 Euro. Kotflügel vorne. Die sehen besser aus. Das ist mir 500 wert. Links, rechts, beide. Oh. Aber brauchen wir nicht. Der soll ja bloß Dings machen. Dreieck. Brauchen wir nicht. Frontlader. Brauchst du mit Pflegebereifung Frontlader? Ich glaube nicht.
Und die Farbe lassen wir. Ja doch, die nehme ich mit. So, den nehmen wir mit. Und dann nehmen wir noch mit bei den Anbauten ein kleines Gewicht für den. Auch wieder mein Lieblingsgewicht mit den Stangen. 900 Kilo, genau. Mit Anbau. Danke. So. Da ist er. Ja. Hey, bleib mal hier. Wenn, dann fährst du rückwärts. Stoß die dagegen. Guck mal, wie weit sich die Räder drehen. Seht ihr das? Er stößt gegen und dann drehen sich die Räder noch ein Stück weiter. Na Meister, da hat aber einer aber mal bei der Entwicklung nicht aufgepasst. Ist das jetzt ein Originaler oder ist das eine Mod? Ja, ist eine Mod. Ich weiß gar nicht, wo ich so viel gesammelt habe. Wie schnell bist du, mein Freund? Ja, das lohnt sich. Der ist schön fix. Ja, cool. Ja, doch. Wenn man mal nicht nur die größten Traktoren kauft, sondern auch so was Kleines. Das ist ja gar nicht mal so übel. Oh. Wie viel PS brauchst du? Steht das irgendwo? Steht überhaupt nicht da. Wo sind die Dinger? Da, Spritzen. Die erwartet, wa? Da steht überhaupt nichts von PS. Na gut. Ja, den nehmen wir. Scheint auch halbwegs, trotz des Gewichtes hinten. Naja, mit dem, ohne Frontgewicht brauche ich gar nicht gucken. Aber mit Frontgewicht scheint das halbwegs zu laufen. So. Einmal hin, einmal zurück. Ich hoffe, das funktioniert so. Gut, dann. Let's go. Nee, das reicht nicht. Reicht, glaube ich, nicht. Doch, könnte reichen. So. Und wieder am Rand orientieren.
So. Doch, sollte reichen. So. Perfekt. Perfekt. Und nächsten Monat wird dann hier und hier geerntet. Gut. Hier würde ich gerne mal was sehen. Ich habe dafür bezahlt, dass da Bäume wachsen. Okay. Was hoppelt denn? Aber das Hinterrad gerade gesehen? Jetzt ist wieder okay. Na, er wird schon wissen, was er macht. Ach so, bei dem habe ich noch gar nicht in den Innenraum geguckt. Ich habe jetzt deshalb einen Rückwärtsgang reingelegt, weil ich dort bei X4 in den Außen- oder Innenansicht umschalte. Hier ist es aber die C-Taste. Ja, in den Spiegeln sieht man gar nichts. Halt mal an. Ach so. In den Spiegeln sehe ich nichts wegen dem Aufbau. Ach, wieder das. Ich brauche eine andere Taste. So. Und nee, jetzt müssen wir noch machen. So. Okay, jetzt sieht man auch was in den Spiegeln. Und sogar der Innenspiegel taugt was. Ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Dann geht's weiter im Text. Ach so, wir hätten ja unten reinfahren können. Wir müssen ja auf die Parkfläche. Der wird vor allem jetzt das Düngen machen und so weiter, wenn schon was wächst. So, was steht auf dem Plan? Wir brauchen Holz. Sägewerk hat noch Holzbalken, noch mehr Holzbalken. Schränke. Und du hast kein Mehl mehr. Oh, schön, das Mehl ist leer. Passt auf. Folgendes. Ich werde die Mühle, wenn sie leer ist, was sie jetzt ist, verkaufen und hier wieder aufstellen. Damit wir hier vernünftig reinfahren können. Also die wird umgesetzt. Einfach bloß 2-3 Meter. Und Erz wird gemacht. Okay, pass auf, Johnny. Du verkaufst Erz, ich verkaufe Schränke. Deal? Ja, das lädt er jetzt automatisch ab. Aber der holt sich nicht jetzt von hinten, weil der Motor gar nicht angeschaltet ist. Ah, wie viel hat der noch auf dem Band drauf gehabt? Willst du mich veräppeln? 10.000 Liter passen allein auf das Band drauf. Das war so der Rest. Und jetzt erst habe ich den Motor eingeschaltet. Jetzt kann ich den Rest holen. Der hat 10.000 Liter auf dem Band drauf. Okay.
brauche eigentlich meine Eiserei. Die hat immer noch 118. Also ich bin mir nicht sicher. Wollen wir noch mal mehr reinkippen? Mal gucken, ob das was wird. Vordere linke Seite. Klingt doch gut. Dann schütten wir hier mal eine Ladung rein. Mal sehen, ob sich da was tut. Also jetzt wird sich da was tun, klar. Aber wir gucken mal, ob sich beim nächsten Mal was tut. Ich bin mir nämlich nicht 100% sicher, ob der, wie gesagt, ob er sich so viel, wie er braucht, nachsaugt und sich deshalb nicht verändert. Ob das wieder mal ist. Hat man schon mal gehabt. Ich glaube, mit der Zuckerfabrik, war. Die Originalzuckerfabrik, die verpackt war. So. Erz wird immer noch nur oben verkauft, wa? Wo kriege ich eigentlich Metallbalken her? Die stellt nicht das Ding her, oder? Nee. Stellt nur Eisen her. Genau. Brauche ich dann... Gibt es eine weitere Fabrik dafür? Produktion? Fabriken. Muss er denn hier sein? Die haben wir. Platinum. Fassfabrik? Möbel, die haben wir. Bodenbelege? Papier, Haustierzubehör, Kunst, Schindeln, Drechseln, Sägewerk und Biogasanlage. Also die Metallbalken kommen nicht aus der aus dem Platinum Expansion. Na gut. So. Du verkaufst das Erz unraffiniert bei Lislock. Brauchen wir gar nicht mehr gucken. Lislock Silo. Abladen. Tschüss. So, ich brauche jetzt meinen Schränke. Also, Schränke auslagern. Also, Quatsch. Supermarkt. Da fahren wir hin. Hier. Schrank. Auslagern. Okay. Noch eine. Och komm. Die hat doch gerade festgestellt, dass du drei nehmen kannst. Genau.
Supermarkt war jetzt rechts. Der war gegenüber von der Baumfarm. Gut. Warte, halt mal an. Ich sehe nichts. Ich will ja nicht schon wieder oder Versicherung anrufen müssen. Warum ist es wirklich wieder frei? 20.000. Okay. Und da kommt das Erz. Oh, ich habe mich doch gerade. Danke. 22.000. Wunderbar. Fährt ein Stück vor und dann macht er den zweiten leer. Da kommt er. Sehr gut. Nochmal 22.000. Danke mich. So. Ach so. Du fährst bitte zum Parkplatz. Ich denke, du hast keinen Parkplatz. Klappt doch. Weiß gar nicht, was du hast. So. Schränke. Auslagern. Danke. Hat ja diesmal geklappt. So. Da lagen noch Holzbalken rum. Die müssen wir auch noch machen. Dann werden wir jetzt noch die Holzbalken wegbringen. Und dann... Ja, sind wir durch. Haben wir wieder schon Geld. Dann kaufen wir uns jetzt ein Waldgrundstück. Dann können wir wieder für Holz sorgen. Wir brauchen ja welche. Wir haben ja gesehen, unsere Kartonfabrik ist ja zum Beispiel schon wieder leer. Halt! Jetzt war ich so am Quatschen. Euch geht mal aus dem Weg, weil dann könnt ihr, wenn ihr wollt, neue Schränke kaufen. Modern, Landhausstil, rustikal und die sind nicht nur aus Pappe, auch keine schwedische Pappe, das sind echte Fichten, echte Metallbeschläge.
Sind wir schon wieder bei 200.000. Da haben wir den Trecker schon wieder drin. Aber den Trecker ja schon fast wieder drin. Auch gut. Gab's mal umsonst einen Trecker. So. Ah, und da kommt der Truck. Oh, jetzt will ich was sehen. Er biegt jetzt ein und parkt. Wenn ich zum Hauptsilo fahren will, muss ich ja an dem vorbeifahren. Da will ich mal wissen, ob der vorbeikommt. Ob das funktioniert. Oder ob das zu eng wird. Genau, der ist angekommen bei Parkplatz. Der steht da gut. Und du fährst jetzt an ihm vorbei zum Hauptsilo. Das passt. Das passt. Gut. Klasse. Danke, Freunde. So. Ich hätte jetzt gerne Holzbalken. Da sind sie. Das Problem, ja, warte. 1, L und 1. So. Hä? Was macht ihr das wieder nicht? Die Sache, das ist irgendwie... So. So. Abladen? Nein, Quatsch. Abladen. So. Aufladen. Danke. So, jetzt hole ich ihn nämlich so hier. So. Zack. Danke. So. Ah ja, bei Giants ist diese Sägerei durch die Qualitätssicherung gekommen. So. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und zwar hier.
Vielleicht können wir uns bald einen größeren Trailer kaufen. Du, Holzbalken. 7,9, ja gut, nehmen wir mit. So. Was haben wir denn hier? Fahren wir bis hinten an. So. So, ersten. Weil war das jetzt rechts oder links? Oh, der hat ja Autoload immer noch aktiviert. Okay. So, jetzt. Ja klar, jetzt gehst du wieder raus. Danke. Bleibt wieder einer übrig. So. Gut. Ja, Holzbalken und Holzbalken. Er macht auch lange Bretter, die müssen in die Sägerei. Die hat eigentlich genug. Okay. Wo wären wir jetzt die Holzbalken los? Lange Bretter? Da, Holzbalken. Silveron Market. Okay. Dann letzte Amtshandlung für heute. Wir begeben uns zum Silveron Market. Oh, war der jetzt in der Richtung? Nee, der war in der anderen Richtung, wa? Ah, da muss ich mir endlich mal merken. Ich glaube, der war hinten an. Ja, er war hinten. Okay, anderes Ende der Stadt. Gib Feuer. Kirche muss ich auch mal besichtigen. Kenn ich doch gar nicht. Kommt man da rein? Interessant sieht es hier aus. Wow, wow, wow. Das kommt davon. Halt mal an. Hier kommt man nicht rein. Nö, die ist nur Deko. Mal eine schön gebaute Deko. Aber man kommt nicht rein. Ach, Trinkwasser. Für große, für kleine und für die Hunde. Finde ich gut. Finde ich gute Idee. Die haben nicht echt Gemüse hier auf die Sakralbilder gemacht. Das letzte Abendmahl, auch vegetarisch. Na ja, gut, die haben auch oben alles sein lassen. Also sie wollten wahrscheinlich eine Kirche hinbauen, aber vermeiden da irgendwelche eindeutigen Symbole mit zu verbinden. Komme ich so an den... Nee. Ach, ein Spielplatz.
Okay, jetzt muss ich mich aber beeilen. Wir überziehen nämlich schon wieder. Und ja, was machen wir dann beim nächsten Mal? Da sind wir eigentlich durch, wa? Ich guck doch mal, ob wir was vergessen haben. Wenn nicht, würde ich behaupten, springen wir beim nächsten Mal nächsten Monat und dann wird geerntet. Wäre doch eine gute Idee, oder? Wir sind jetzt im Mai, Juni, dann können wir gleich um 7 anfangen. So, und jetzt erstmal hier. Wir sind schon wieder über 200. Ey, du kannst ruhig den Rest mitnehmen. So. Genau. Nochmal 60.000. Sehr gut. Ja, ich gucke jetzt noch mal. Und wenn mir nichts einfällt, dann fangen wir das nächste Mal wieder mit Monatswechsel an. Ey, verdammt nochmal, schleudert der. Wenn ich eh langsam fahren muss, dann kann ich nur den großen Trailer holen. Egal. Ich sag einfach danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.